Hallo zusammen, heute bin ich nicht alleine hier, denn ich habe die Lilly Marie heute bei mir zu Gast. Hallo! Und wir sind ja die Musikalischen heute. Ich bin sowieso in der WG der Musikalischen und du wirst mich heute in Grund und Boden singen, glaube ich. Genau. Nein, also nicht. Doch, ich glaube schon. Also das ist ein wahnsinniges Talent. Also nochmal gratuliere für das. Danke. Du warst auch bei The Voice Kids. Wie war das so für dich, in einer Castingsendung zu sein? Man ist sehr nervös, also wenn man dort ist. Und man lernt auch viel dazu. Zum Beispiel bei den Castings habe ich dazu gelernt, dass man nicht so nervös sein soll, weil desto lockerer man ist, desto natürlicher kommt es rüber. Wie gehst du damit um, dass du nicht nervös bist? So Insider-Tipp. Also, Nägelbeißen. Nägelbeißen, ah, das haben wir das schon zur Zeit. Das ist von mir genau dasselbe. Ja, das haben wir schon zur Zeit. Ich bin Nägelbeißkönig. Ja, also zum Beispiel bei den Battles, weil ich bin ja bis in die Battles gekommen. Mhm. Ich bin immer gesprungen und wirklich bis zur letzten Sekunde. Und dann haben sie gesagt, okay, jetzt solltest du mal auf die Bühne gehen. Okay, ist also einfach Energie und Bewegung und dann genau. Man das. Ja. Wie findest du die neue Staffel von The Voice? Da hat sich ja eigentlich einiges geändert, bezüglich auch mit den Juroren. Ich feiere die Lena voll. Mhm. Also, die ist auch eine sehr. Wie bist du eigentlich zur Musik generell gekommen? Hast du immer schon gesungen oder war das spontan? Richtig angefangen habe ich erst, als ich zu meiner Gesangslehrerin gekommen bin. Aber ich bin sehr musikalisch, also schon seit ich klein bin, weil mein Opa singt gerne und macht und spielt Akkordeon und so. Ah, das wollte ich gerade fragen, ob die Familie generell vielleicht musikalisch ist. Der Papa ist auch sehr musikalisch, also der spielt immer Klavier und ich singe dazu. Und ja, also ich bin damit aufgewachsen. Wie bist du zum Namen Aquamarine gekommen? Das werde ich tatsächlich oft gefragt. Ich bin ein wahnsinniger Fan von Meerjungfrauen. Also ich liebe mich. Es gibt den Film. Genau, den aber ich geschaut, der. Den habe ich. Der kam sogar nach mir. Also ich habe schon vorher Aquamarine geheißen, bevor es den Film über diese Meerjungfrau gab. Aber generell habe ich früher so ganz Aquamarine blaue Haare gehabt. Mhm. Und Alex ist mein echter Name und da wollte ich was mit A und was mit Meerjungfrauen und mit der Farbe und tatsächlich ist irgendwie dann Aquamarine entstanden. Sehr cool. Und der bleibt auch, also den werde ich glaube ich bis zu meinem Ende, ich glaube auf meinem Grabstein mit Aquamarine draufstehen, da kennt mich jeder. Wer lebt denn alles in der WG? Wir sind in der WG zu fünf. Wir haben hier die Lisa, die unser Glitzerfunkelzimmer hat und gerne bastelt und auch so Slime-Videos macht und so weiter. Ich teile mir das Zimmer mit der Jenny und mit der Marie. Und die Jenny und die Marie sind so die Fashion-Girls unter uns. Ich bin der verrückte Vogel, der singt und eben den ganzen Zauber da in die WG bringt. Und die Valentina ist so die Sportskanone unter uns. Und sehr cool. Dann ist es so bunt durchgemischt und jeder hat so seinen eigenen Part in der WG. Sehr cool. Ja, wie bist du eigentlich zur Musik gekommen? War bei mir genauso ähnlich wie bei dir. Meine Oma ist sehr musikalisch. Meine Oma war früher Schauspielerin und Sängerin und ich glaube, das hat sich bei mir irgendwie wieder so ein bisschen gezeigt, dass ich auch in die Musikrichtung gehen wollte. Das Kind auch immer schon gesungen und immer vor vielen Leuten gesungen. Meine Oma hat mich immer auf die Bank geschleppt und zum Nikolaus habe ich dann das Nikolauslied singen müssen. So hat es dann irgendwie angefangen und ich habe aber gemerkt, wie sehr mir das eigentlich Spaß macht. Bin dann vor einigen Jahren zum Songschreiben gekommen, also dass ich meine eigenen Songs schreibe und das ist dann quasi immer mehr geworden und mit YouTube so weiter ist dann mein erstes Cover rausgegangen und dann ist für mich sehr, sehr schnell klar geworden, dass ich Musik machen will. Ja, also bei mir genauso eigentlich. Also ich habe jetzt mein erstes Lied rausgebracht. Ich weiß. Plan B. Plan B, aber bei dir ist es eigentlich der Plan A schon fast, oder? Musik? Ja, also es geht im Lied darum, dass ich keinen Plan B habe und dass ich einfach nur Plan A habe. Und der wird funktionieren bei dir, ich spüre das. Ja, das hoffe ich auch. Magst du uns vielleicht einmal anstimmen, deinen Plan B a cappella? Da hast du mir wahrscheinlich jetzt Erklärung, weil du so gut bist, vorher schon bist. Okay, Plan A ist das Ziel, aufgeben. Wollte ich noch nie. Just really not. Give me back. Wahnsinn, wow. Da klatschen sogar meine Mitbewohnerinnen aus dem Zimmer. Wahnsinn, so ein Talent. Und was gibt es denn da für ihre Tricks jetzt für unsere Zuschauer, die zum Beispiel sagen, ey, ich will auch Sänger werden oder ich will vielleicht meine Vocal Skills ein bisschen trainieren, aufwärmübungenmäßig. Ich kenne eine Übung, bin gespannt, ob du die erkennst, das ist dieses
Genau. Oder? Das ist, das ja. muss jeder irgendwie machen, das ist, das tut die Lippen zu lockern. Genau, und das die Stimmbänder und so. Genau, das muss ich auch machen. Genau. Ist so die leichteste Übung. Ja, dann fangen wir an mit. So. Durch die Nase. Ah, durch die Nase. Dann und machen das? Wir dasselbe so. Also. So. Okay. Und dann. Ach, dann und also wie ist das als Schwimmer? Und das bringt und lange ausatmen. Und rückwärts. Ah, da hebe ich ja fast ab, wenn ich das. Ich hebe ab. Ja, aber wirklich, ich bin ja da oben an der Decke. Da hebe. Und was bringt mir diese Übung? Einfach zur Lockerung? Ausdehnen, genau. Mhm. Lockerung. Okay. Dann macht er so. Dann Kopf zu dehnen. Arm nach unten locker. Und dann. Und da reinatmen. Was? 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 Genau, und jetzt runter. Das wird jetzt wieder peinlich für mich, weil ich komme genau bis zu meinen Knie und das war's. Ich auch so. Wirklich? Dann, okay, dann habe ich. Okay. Und jetzt musst du da reinatmen. In den Rücken. In den Rücken. Und das musst du ein bisschen da hochgehen. Und dann normalerweise legt man sich dann an eine Tür. So, und dann. Also ich mache das jetzt mal bei dir. So. Und dann macht man so und dann muss man da reinatmen. Das ist ja fast Sport. Das ist ja, ja. Das, dass du machst mehr Workout als wie im Fitnessstudio, wo du da Gesangstraining machst. Dann dieses. Machst du die Tonleiter? Okay, also wir fangen mal tief an. Du, 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 du. Das ist aber nicht Dole, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, La, Si. Okay, dann machen wir. Dole, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Und das ist eigentlich schon alles. Und dann sind wir ready und dann gehen wir auf die Bühne. Genau. Wie bekämpfst du jetzt Lampenfieber? Gibt es da noch einen Tipp von dir? Weil du hast gesagt, du popselst so ein bisschen herum. Genau, ich mache dann immer so. Also und dann, okay. Ja, so. Und dann locke ich immer locker und dann gehe ich einfach auf die Bühne. Und jetzt haben wir euch da draußen eigentlich schon sehr viele Tipps gegeben, wie ihr auf jeden Fall euer Singen ein bisschen improven könnt und vielleicht seid ihr dann bei der nächsten Staffel von The Voice Kids dabei, aber währenddessen singst uns du alle im Grund und Boden und ich bin dafür, dass wir jetzt noch eine weitere Kostprobe von dir kriegen. Gibt es denn einen Favorite Song, den du momentan hast, deinen richtigen Lieblingshit? Ja. Der wäre? Von A Star Is Born, wo Lady Gaga gespielt hat. Ja. Ja, ist das denn das dritte Lied, was sie singt zum Schluss, wo sie so weint? Wo sie weint, weil ihr... Das habe ich gecovert. Das habe ich immer gecovert, ja. I wanna feel another touch. Don't wanna start another fire. Arizona sky burning in your eyes. You look at me and babe, I wanna catch on fire. Buried in my soul, like California gold. You looked at me, babe, I wanna catch on fire. So when I'm marching up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and a band won't play, I always remember us this way. Ich würde sagen, wir sagen auf jeden Fall Dankeschön, dass du bei uns warst. Ja. Gebt uns dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es gefallen hat. Schaut bei ihrem Channel auch vorbei unbedingt. Den haben wir unten in der Infobox verlinkt, denn da wird musikalisch noch einiges kommen. Genau. Und vielleicht sieht man sich ja musikalisch irgendwann einmal. Vielleicht brauche ich eine zweite weibliche Stimme in einem Song von mir. Ich bin dabei. Das höre ich gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.